Hey Leute, willkommen bei Magic 2014 und hier spiele ich aber nicht surprise, ich. Surprise, surprise! Sondern die Iki spielt mal eine Runde. Die Iki ist dabei. Nachdem wir sonst in Real Life immer spielen, spielt sie mal jetzt gegen den Computer. Das heißt immer, wir haben vielleicht mal fünfmal oder so bisher gespielt. Also ich bin noch kein Profi und gerade gegen den Computer hier erst recht nicht. Aber es macht mir relativ Spaß. Wir haben kurz eine Partie gespielt eigentlich, aber dabei hat es wieder, Rechner hat sich gedacht, ach nee, das nehme ich jetzt nicht mehr ordentlich auf. Und wir hatten gegen Chandra verloren und danach hätten wir fast gewonnen gegen Ranti. Nee, ja, gegen das Zendikar-Deck mit den Eldrazin. Starten? Ja. Und sie spielt Jace und hat jetzt schon ein bisschen, sie kennt sich so ein bisschen mit Jace schon aus, weil wir das, weil sie so ein ähnliches, blauen Deck. Ja, weil sie so ein ähnliches blaues Deck hat. Nee, ich würde sagen, ist nicht gut, weil du nur ein einziges Land hast. Wenn du ein Phantombär noch hättest, dann würde ich sagen, okay, aber so finde ich es nicht gut. Und wir spielen schon wieder gegen Chandra. Nein. Kann ja nicht sein. Ey, das kann nicht sein. Ich habe schon wie 10 Spiele, was da angepasst war. Lass mal kurz raus. Jetzt bin ich angepisst. So. Ich meine, ich habe ungefähr schon 10 Spiele gegen die gespielt und immer wieder... oder 10 Spiele gespielt, jeder gegen jeder und 8-mal war bestimmt Chandra dabei gewesen. Kann man den nicht auswählen? Und schon wieder war Chandra, doch, man kann auswählen, aber ich wollte zufällig Duell aufgeben. Okay, wir wählen aus und zwar in dem Moment, wo wir, wir gehen nochmal auf zurück, und zwar kann man so ein bisschen durchradern lassen, so hier, okay, dann spielen wir gegen... Nein, nicht gegen Chandra. Liliana. So, Duell starten. Der Name erinnert mich an jemanden. Gut, jetzt fangen wir ordentlich an. Zwei Länder. Und du hast sogar einen Neutralisieren-Zauberspruch auf der Hand gleich. Ist auch gut. Phantombestie. Genau, gegen Zauber, Frosthauch und 2 Karten ziehen. So, sieht ganz gut aus. Behalten wir ja. Und raus damit. Leider kein Traumbären, den wir jetzt schon spielen könnten. Ich bin immer gespannt, wie sie so drauf ist. Sie spielt nicht mal ein Land. Sie hat keine Länder auf der Hand. Hat sie was weggeschmissen gehabt? Ja, musste sie. Weil sie über 7 Karten hatte. So. Da war was, ist der Gegenzauber, ne? Genau. Jetzt darf sie endlich mal... Oh! Nein, sie hat das gemacht. Okay, nee, macht keinen Sinn. Karte aus dem Exil holen? Der ist nicht so doll. Aber ich könnte ihn schon spielen. Ja, und das ist die einzige Karte, die du spielen kannst. Also machen wir den. Und der ist fliegend. Ist auch nicht schlecht. Das ist fliegende Kreatur. Deswegen schwebt er so schön vor sich hin. Lass mich raten, bei dieser Aufnahme wird unsere Katze den Rechner ausmachen. Irgendwas passiert immer. Ja. So, sie holt sich die Kreatur wieder auf die Hand. Spezialfähigkeit von der. Der Vorteil ist, dass ich jetzt so ein bisschen mich hier schon auskenne. Schwarze Katze. Zufällig bestimmte Karte aus seiner Hand ab. Okay. Gegenzauber? Okay, hast ja kein Mana mehr. So. Zufällige Karte, gucken wir mal, was passiert. Achso, wenn sie stirbt, stimmt ja. Nur wenn sie stirbt. So, ja. Ich würde sagen, du greifst an. Und dann. Kann ich noch was spielen? Ja, aber spielst du nach dem Angriff. Was macht der nochmal? Gar nichts. Gar nichts. 2-3 immerhin. Ja. Angriff. Musst erstmal auf weitergehen. Dann Angriff. Bei dem Gegner davor war es sehr anstrengend, dass er sich so regeneriert hat. Permanent. Ja. Er hatte schon irgendwie 30 Lebenspunkte dann gehabt. Obwohl er auf 3 runter war davor. Genau, und er hat schon 2 Eldrazin gespielt, wobei wir beide neutralisiert haben. Schon und echt beeindruckend. Nee, sogar 3 hat er gespielt und beim dritten hatten wir sogar zugunsten unseres ihn neutralisiert und eine Kreatur dadurch verstärkt. Aber seine Taktik war ja eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Dem Gegner kaum Schaden zufügen, aber sich selber dafür immer wieder generieren und genau. Regenerieren. So, du hast angegriffen, jetzt spielst du die, genau. Für mich auch noch neu nach einem Angriff noch was zu spielen. Wird meistens gemacht, falls dann nämlich auch irgendein Zauber gespielt wird, dass man den gleich dann nutzen kann. Was ist das hier? Oh Gott. Fetter Fleischsack. Heißt marodierender Fleischsack. Was opfert jeder Spieler eine Kreatur. Oh, okay. Fies. Ja, mach weiter. Kann ich den blocken? Nee, ich hab keine Länder. Ich hab keine Länder.
Heißt also, er opfert seine Katze. Miau. Mach mal den. Den? Den. Überleg grad, was besser wäre. Ich mach ruhig den Fliegenden weg, ja. Und jetzt müssen wir auch irgendeine Karte wegschmeißen. Na gut, wer von den hat man doppelt, ne? Ja. Wir haben ja noch eine Karte, wo wir welche ziehen können. Ja. Jetzt überlegen wir, ob wir das machen. Könnten die Bestie dann schon spielen, die Phantombestie. Anschließend. Also erstmal das. Ja, kannst du ruhig Karten ziehen. Dann können wir für nächste Runde schon mal überlegen, was wir spielen. Die Phantombestie können wir zwar nicht spielen, allerdings können wir. Ui, Rückruf. Eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand des Besitzers. Das ist doch schön. Und für so wenig Länder. Ja. Kleine. Aber das machen wir jetzt nicht mit der Kreatur, denn sonst kommt wieder die Fähigkeit von der Kreatur wieder auf. Okay, mach weiter. Jetzt können wir, falls die dann irgendeine starke Kreatur spielt, nochmal um eine Runde verzögern. Angreifen? Ja, greif. Obwohl, nee, Angriff überspringen. Warum? Falls er angreift, dass du blocken kannst, ja. Er wird uns mehr Schaden machen. Weiter auch noch? Ja. Das nervt ein bisschen, die ganzen Button. Ich will auch nicht zu viel drücken, nicht dass man seinen eigenen Angriff verpasst. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Wieso schimmern die? Die kannst du zufällig dann noch spielen. Schwarze Katze! Mal wieder Kettchen. Weiter? Ja, mach weiter. Mautzen. Oh oh. Was ist das da? Der ist böse irgendwie. Blutschauderer. Kann ich blocken und hat Eile, solange mindestens der Gegner 10 Punkte oder weniger hat. Gut, die Eile hat er ja nicht. Machen wir weiter. Nicht blocken, ne? Ich frag lieber nochmal nach, weil letzte Runde haben wir vergessen zu blocken und. Das blocken nicht, wenn dann Kahn sind. Also hier. Rufen kann. Neutralize. Neutralisieren. So, mach das. 5. Ja, dann spielst du mal kurz die spiel mal die Phantombestie, ja. Wir hätten doch den anderen nehmen sollen. Welchen? Den Fliegenden, dass wir den Fliegen behalten, dann hätten wir jetzt. Dann geh auch weiter, würde ich behaupten. Und ich würde sagen, nächste Runde werden wir einfach die Karte dann nehmen und dann können wir zwei Kreaturen sagen, nee, ihr dürft nicht angreifen. Ja. Denn mit der wird auf jeden Fall angreifen. Soll ich jetzt angreifen? Nee. Ich habe ja hier noch 5. Oder der hat 6. Der wird mit der schwarzen Katze blocken. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Dann höre ich mal auf dich ausnahmsweise. Ja. Und auch weiter muss noch gehen. Noch liegen wir hier vorne. Das ist mich schon ganz erstaunt. Gerade beim schwarzen Deck, da ist immer ein bisschen. Oh Mann, nicht schon wieder. So, den kannst du. Wir haben keinen Gegenzauber, können wir nicht spielen. Nein. Den können wir nur zurückrufen, maximal. Oh, jetzt spielt er schon wieder Fleischklops. Weiter? Ja. Jetzt müssen wir wieder Kreaturen opfern und sie opfert die Katze. So, jetzt müssen wir. Was soll ich machen? Eine Kreatur sollst du opfern. Aus dem Deck? Nee, aus dem Spiel. Die? Mach irgendwas. Soll ja nicht alles vorgeben, was du sollst. Er hat nicht die Katze? Achso, weil wenn ein Land gespielt wird, kommt der wieder ins Spiel. Aber beendet wenigstens. Was wäre das gewesen? Fliegen, Vinci. Legt der Gegner deine Wahl für obersten 5 Karten auf die Bibliothek zurück. Du kannst einen Spontanzauber oder eine Hexerei dafür wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist auch schön. Kostet zwar ein bisschen, aber. Ich glaube, das hast du sogar, wenn du das nächste Land spielst jetzt. Mhm. Wo wolltest du den hier haben? Ja, überleg gerade, wie wir das machen. Wir könnten dann. Nee, spiel ruhig den. Den? Ja. Und jetzt könnten wir dann anschließend einen Zauber wählen. Genau, Liliana. Was? Du gehst auf sie, klickst drauf. Und vielleicht bekommen wir eine minus 1. Na toll, 5 Sümpfe. Soll man das wissen? Okay, geh auf beenden. Nächsten 5 Karten. Die hast du jetzt abgelegt, oder was? Ja. Die wird auf jeden Fall die Katze spielen als Blocker. Kriegt er dann, wenn die stirbt? Die Katze? Dann verlieren wir eine Karte.
Den musst du wissen, ob wir das verlieren wollen, eine Karte. Ich würde noch nicht machen. Du wirst noch nicht machen, okay. Mann, die hat uns noch nichts abgezogen. Wann kommt die denn mal aus dem Tee? So. Also ich würde sagen... Genau. Zwei von denen haben wir Rückruf. Jetzt. Du könntest die Katze zurückrufen oder ein anderes Riesen. Ja, spielen wir das mal. Hm. Was ist die Katze? Welche ist denn das? Die? Die, genau. Katze. Kennt man ja kaum. Und ich würde sagen Frosthauch. Genau. Aber auf die beiden Fleischklöpse. Die? Ja. So, die können sie erstmal nicht. Und dann haben wir noch genug für Gegenzauber, haben wir da noch genug. Und dann greifst du mit beiden mal an. Weiter? Mhm. Angriff! Das ist die beste Verteidigung. Mit allen Angreifen. Genau. Gucken, ob sie blockt. Mach Angriff nochmal drücken. Sorry. Geschlafen. Passiert mir auch ab und zu mal. Wie gesagt, das sieht immer so aus. Zerstöre eine Nicht-Zombie-Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regenerieren, bringe eine. Aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Kann man nicht Gegenzauber machen? Den da, oder? Ne, der andere dann. Das müsste der sein. Mach mal weiter. So, und jetzt mach mal Gegenzauber. Und damit sollte der Effekt nicht. Wir haben nur noch eine Karte. So, aber sie hat nur noch 10 Lebenspunkte. Sehr schön. Dann muss sie jetzt mal was machen. Ja, die Schadenspunkte können wir gerne bekommen. Blocken? Nein. Und die anderen haben natürlich nicht intakt. Sehr schön. Nightmare. Okay, mach weiter. Die hat ganz schön viele Sümpfe. Den können wir aber zurück auf die Hand schicken. Dann. Oh, bin dran. Hm. Damit? Nicht. Ja, kurz. Ja, damit so. Wieder. Genau, mach Rückruf. Nightmare wieder zurück auf die Hand. Wie. Und dann würde ich sagen, greifen wir wieder mit 8 Punkten an. Sieht gut aus. Ja. Aber nicht zu früh, Freunde, haben wir gelernt. Ja. Angreifen. Die können zwar nächste Runde, sind die Fleischklopse zwar wieder aktiv, aber. Naja. Und Angriff. Ein Punkt hat sie noch. Guck mal, sie ist schon ganz blass geworden. Ja. Hat 2 Punkte. Hä, hatte sie nicht 10 und wir haben mit 9? Ach nee, wir haben mit 8 angegriffen. Das verwechsel ich auch ständig. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, dein Fleischklops bleibst du noch. Blocken? Ja, wenn wir mal eine Karte hätten. Jetzt holst du nur wieder Nightmare. Weiter. Und Nachtmahr. Mit 9 Punkten könnten wir blocken. Hm, ich überlege aber gerade, was braucht. Wir kommen wieder nur an Land. Super. Super. Letztes Mal hatten wir keine Länder. Ja. Sie wird auf jeden Fall mit dem blocken. Wenn mit Beinen angreift, wird es auch mit dem Fleischklops blocken, aber der Fleischklops würde zerstört werden. Sie kann ja nur mit dem beiden, genau. Ich weiß nicht, ob du es wagen willst, jetzt beide anzugreifen. Der Fleischklops würde sonst. Hm. Ja, ich greife mit 8 an und sie mit 10 dann, ne? Na, sonst lass mal Angriff überspringen, ja. Nächste Runde. Nicht so sieht's positiv für uns ausschauen. Ja. Mau. Klapper. Kätzchen haben Hunger. Wir müssen uns beeilen. Oh nein, 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 nein. Wir haben keinen Anti-Zauberspruch mehr. Nein, der ist böse. Grabestitan, wenn der Grabestitan ins Spiel kommt und wenn er angreift, entstehen zwei Zombie-Token. Ich lasse es ganz einfach auf mich zukommen. Und ich weiß die Katze. Auf jeden Fall hat sie einige Karten draußen. Hm. Nicht ausmachen. Nicht ausmachen. Vorteil ist, wenn sie vielleicht jetzt mit Nachtmahr angreift, die beendet ihren Zug und wir bekommen wieder nur ein Land. Nicht ernsthaft? Ey, jetzt haben wir 3 Züge hintereinander und nur ein Land bekommen. Wir können nichts machen, weil wir sonst völlig zerstört sind und nur Länder haben. Das kann doch kein Zufall sein. Nee, die einzige Karte ist hier dieses Chase-Wesen, das wir da Glück haben, aber die wird jetzt wahrscheinlich mit allen angreifen, wie ich sie kenne. Zermürben. Hm.
Abgetappt ins Spiel. Ja. Düster Grabkugel. Das fragt er uns gar nicht. Blocken? Nee, jetzt wird gefragt. Whoa. Blocken. Tschüss. Rechnen wir mal kurz. Wenn wir Nightmare können wir nicht blocken. Wenn wir 8 Schaden bekommen, war 12 Schaden. Wenn wir noch einen von dem blocken würden. 9 Punkten könnten wir blocken. Ja, 9 Punkte heißt nicht direkt 9 Punkte. Ich werde mal kurz was probieren. Er hat die Steuerung übernommen, wundert euch nicht. Ja. Den will ich nicht verlieren und jetzt noch ein starkes Wesen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Okay, wir haben verloren. Damn! Na gut. Auf jeden Fall mal ein schöner Vorgeschmack für mich, das Spiel mal auszutesten. Schade. Ich wette, das abgebrochene Spiel hätten wir gewonnen. Wir hätten wir noch gewonnen. Ein kleiner Spiel, ja. Trost, aber naja. Vielleicht. Beim nächsten Mal. Tauche ich ja nochmal mit auf. Ja. Gut. Aber vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.